So. Also, wo geht's jetzt lang? Hier soll noch eine Höhle sein. Nee, 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 nee. Ja, eben, hier ist der Sebastian und. Ja, gut, wenn nicht, gehe ich ja halb kurz da hoch. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Ja, der Friedhof ist noch bewacht. Komm, du willst einen Speerkampf? Kein Problem, mal gucken, wer der bessere Speer hat. Bitch. Ah nein, da muss ich erst aufladen. Ach, und ich war auch nur daneben. Also der Fernkampf ist irgendwie. Ach komm, der ist doch durch und durch geflogen. Ja, ich will jetzt halt nicht gerade, dass mich eben genau das, dass mich ein paar angreifen will. Wollte ich jetzt eigentlich verhindern. Jetzt komm her und wirf nicht die ganze Zeit so schwul mit Ding, der ist ja schlimmer wie ein Camper. Das ist ja schrecklich sowas. Au. Au. Ach komm, das. Ah, oh, Gott. Ah, die größten Pussykämpfer von allen, die können ja gar nichts. Nicht mal den Speer raus hier, komm. Ja, komm, bei mir hat er immer Flächenschaden gemacht. Hä? Der wird zurückgeschmissen, kriegt aber keinen wirklichen Schaden. Naja. So kriegt er wirkliche Schaden. Au. Ach komm, verflucht. Na gut, mir ja genug Parodiant dabei. Wenn jetzt da hin runterfällt, das ist natürlich dann die einfache Methode. Ach, jetzt komm schon. So sind die Kämpfe echt uninteressant. Und ich muss jetzt mal lernen, starke Angriffe und kontern, und dann sind die Kämpfe hoffentlich anspruchsvoll. Ah, okay, der Trick funktioniert wirklich. Einfach in Eck drücken und sie könnten eben blocken. Doch war, ich sollte jetzt nur noch runterfallen. War vielleicht so ein Plan. So, und den nach hinten hole ich mir zuerst aus der Distanz. Bam! Warum lade ich auf? Komm, 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 komm. Wirf, 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 komm schon, wirf doch. Bam. Komm näher. Das könnte eher eine ordentliche Explosion von sich geben, das wird. Irgendwie wird es besser kommen. Komm her. Zack. Also ein unendlich nachladender Speer hat was, also muss ich sagen. Bam. Komm, 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 komm. Vielleicht mache ich irgendwann, wenn ich ein bisschen Geld übrig habe, kann ich mich ja in Wurfwaffen nur trainieren. Dann geht der Speer ja schon ordentlich ab, dann. Ach komm. Und wenn die Speer geht's. Ah, die kriegt irgendwie im Nahkampf auch keinen Schaden, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay, verdammt. Ach, jetzt. Pust doch hier nicht rum. Ah, ich kann selber nur ordentlich angreifen, wenn sie mich angreift. Da muss ich halt auch einstecken können. Ah, gut, ich habe mir extra mal eine Unterrichtsstunde in. Schmerz unterbinde gemacht. Na, also, war ja wohl nichts mit deinem Hampelangriff. Haben wir ja eigentlich Capoeira oder was? Schrumpfkopf. Ding. Questerfolg, der Schrumpfkopf. Hä? Alle Quests? Ah, das ist ja klasse, wenn man die nur irgendwie, sich anzeigen lassen könnte. Hier vielleicht? Noch stehen sie jetzt da? Na, hier ist der Schrumpfkopf schon mal nicht. Hm. Die Schätze. Kriege vor dem Tempel. Misstrauische Tonka. Suche den Strand, sprich mit Commander. Das ist irgendwie seltsam, ganz ehrlich. Da ist sowas nirgendwo anzeigt. Ist merkwürdig, finde ich. Ah, der Schrumpfkopf ist ein legendärer Gegenstand. Ach, geh nochmal gucken. Irgendwo muss der ja dazu zählen. Ist wahrscheinlich bei Voodoo. Ne? Hier, einschüchtern. Schrumpfkopf plus 10, Stab als Hut plus 10. Oh, ist nicht schlecht. Ich einschüchtern schon auf 36. Gefällt mir. So, ab in den nächsten Tempel. Gespeichert ist. Dann kann es ja losgehen. Hier ist noch zu.
Jetzt wieder so ein schönes Idol. Und eine Truhe. Ein Offiziersring. Stichwaffe plus 5, Pistole plus 5. Auch nicht schlecht. Gar nicht übel, gar nicht übel. Na ja, klar. Ach, gleich zwei, danke. Komm schon. Gib ihm. Wenn ja schließlich die ganze Tagzeit mit uns mit da so ein paar Uga-Gaga-Leuten da abzumühen. Oder Nummer 1. Nummer 2 folgt zugleich. Bam. Komm schon. Au. Also, da bringt ja ein ganzes wunderbares Geblock in nix. So, noch kurz den Sarg aufmachen. Ich hab den Tihako. Okay, dann bedeutet Freund der Tiva. Totenkult plus 5 schwarze Magie plus 15. Das ist eigentlich ordentlich. Plus 15 hatte ich jetzt nur Zelt auf einem. Ah, Hebel. Zelt auf einem Gegenstand. Ja, jetzt sind wir darum angefangen haben, nur dass wir jetzt ein Idol mehr haben. Ach gut, das war jetzt ein ziemlich einfacher Tempel. So, und ich gehe jetzt einfach hier zurück nach oben ins Dorf. Auf dem. Das war doch auch, weißt du, in der Höhle, wo wir hergekommen sind. Das ist doch dämlich. So. So, Voodoo-Puppe Sebastiano halten. Du musst die gleich wieder ins Inventar legen. Ja, also legen wir uns hier kurz rein. So. Und wieder runter. Sag mal, wie hast du meinen kleinen Helden eigentlich gut kennengelernt? Kennen wir schon. So, ich muss mich voreinstellen, dann kann ich ihn direkt. Wie kann ich doch mal kurz. Gehen Sie, gucken mir zwar blöd zu, aber. Naja. Wird es nachher noch gebraten? So, mit dem Fleisch ein letztes Mal. Wunderbar, wollte ich nur so sagen. So. Stör mich jetzt nicht. Achso, ups. Ich muss ja. Achso. Dass da nie einem auffällt. Naja. Zack. So, jetzt muss ich nur den Leuten befehlen. Kommandant, ihr habt gerufen? Nein, habe ich nicht. Ich stehe zur Verfügung, Kommandant. Ich will neue Befehle ausgeben. Das ist ich natürlich will cool. Neue Befehle ausgeben. Natürlich, Kommandant. Wenn es irgendwas gibt, das ich erledigen kann. Wir lassen Hawkins frei. Dieses tüchtige Pirat hat Crow erledigt. Weitermachen. Wir lassen Hawkins frei. Aber er ist ein Pirat. Man kann ihm nicht trauen. Er ist begnadigt. Natürlich, Kommandant. Ihr selbst tragt den Schlüssel. Und die Verantwortung. Okay, wunderbar. Dieser tüchtige Pirat hat Crow erledigt. Er hat eine Belohnung verdient, dass er mit Gold überschüttet werden. Das mit dem Gold überschüttet werden, das glaubt mir wahrscheinlich eh keiner. Er hat eine Belohnung verdient. Eure Großzügigkeit in Ehren, aber sollten wir das wirklich tun? Wie meinen? Wer weiß schon, was im Tempel vorgefallen ist. Vielleicht hat er sich mit Magie eingelassen. Wir sollten eine Untersuchung anordnen. Ach Unsinn, dieser Mann ist ein Held. Natürlich, Kommandant. Er wird seine Belohnung von mir persönlich bekommen. Weitermachen. Jawohl, Kommandant. Okay, wunderbar. Kurz anders hinsitzen. Ja, so, dieser Drecksstuhl quietscht wie die Hölle. Naja, okay, jetzt können wir auf jeden Fall Hawkins freilassen. Was verschafft mir die Ehre? Ich werde dich freilassen. Danke, Kommandant. Das ist überaus großzügig. Ihr seid ein Ehrenmann. Ich mach auch bestimmt keinen Ärger. Ich werde verschwinden. Du gehst zum Hafen runter, klar? Und was soll ich da, wenn ich fragen darf? Da wartest du auf einen Typen mit einer Augenklappe. Bei dem heuerst du an.
Na, natürlich, Kommandant. Alles, was ihr sagt. Okay. Wunderbar. So, und jetzt muss ich nur den Wache überall befehlen, dass ihr verschwinden solltet. Und zwar ist hier oben, klar, man hat auch eine rum, nicht die Kanone muss Lass auch. Lass dich nicht umbringen. Hä? Sagt er zu mir. Lass dich nicht umbringen. So eine Sauerei. Na gut, die eine Wache, die kann ich ja noch wunderbar umgehen. Die geht hier runter, ich schleiche mich hoch. Problem gelöst. Oh ja. Sieht sich komisch aus, wenn so ein Kommandant einfach hier so ein bisschen rumhüpft. Eigentlich müsste ich mich ja so durch die Ortschaft bewegen. Aber naja. Wenn ja unsere Zeit schließlich nicht geschenkt. Ach, ups, jetzt muss ich erstmal hier unseren Kanonenmann. Alles ruhig, Herr Kommandant. Ja, wem befehle ich jetzt, dass die hier verschwinden sollen? Kommandant! Lass das Schiff beladen. Aber Kommandant, wir haben das Schiff gerade erst ausgeladen. Stellst du meine Befehle in Frage? Wenn wir schnell ablegen müssen, sollen wir vorbereitet sein. Stellst du meinen Befehl in Frage? Natürlich nicht, Kommandant. Womit soll das Schiff beladen werden? Ein paar Fässer Wasser an Bord sollen reichen. Verstehe, Kommandant. Ich werde es fahren lassen. Okay. Okay, jetzt ist die Frage, mit welcher Wache muss ich jetzt noch reden, um die hier zu sabotieren? Alles ruhig, Herr Kommandant. Klasse. Ja, da, der Schlüssel verschoben. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Das ist natürlich blöd. Das könnte ich mir doch jetzt eigentlich auch von dem gäbe lassen. So, das wäre jetzt eigentlich ganz cool. Aber mal gucken, für was ich alles einen Schlüssel habe. Bin ich mal gespannt. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Und hatte hier für nichts einen Schlüssel. Das ist natürlich dann kacke. Ja gut, das ist jetzt wieder ein bisschen ein Problem. Und zwar, was steht denn noch in meinem Log? Okay, auf das kann ich nicht zugreifen, klasse. Na gut, will ich halt für ihn keine... Alles in bester Ordnung, Kommandant. Okay, die sagen auch nicht mehr zu mir. Naja, 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 naja. Okay, hier haben wir noch ein Bier. Und noch ein Bier. So, und sonst, für hier drin wird der auch nichts haben. Den kann ich ja nicht reden. Kommandant? Na gut, der sagt mir auch nichts mehr. Ich stehe hier einfach nur blöd entgegen rum, auch mit dem Namen Ich. Ganz cool. Karte der Schwertküste, das kommt ja früh. Okay, Sebastian, das Schlüssel erhalten. Zweimal probieren, Karte der Schwertküste erhalten. Ich habe Captain Crow besiegt. Was denn? Du? Ohne unsere Hilfe? Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Unverschämtheit! Jetzt hör mal zu, Bursche! Wenn du glaubst! Verschon mich mit deinem Geschwätz. Was auch immer du bei uns willst, lass dir nicht einfallen, Ärger zu machen. Niemals. Würde ich nie tun. Ich will mir meine Belohnung abholen. Hast wohl gelauscht, was? Na, wegen mir. Hier, für besondere Dienste. Was denn, die paar Kröten? Das 52. Ist alles? Du willst mehr? Dann schreib einen ausführlichen Bericht über die Vorkommnisse im Tempel. Ich verzichte. Wollte ich gerade sagen, besser wär's. So, jetzt mal gucken, kann ich hier vielleicht in ein paar Kammern rein? Irgendwie ein paar spezielle oder so? Wo ich vielleicht nur mit Sebastian das Schlüssel öffnen kann? Naja, aber auf jeden Fall kann ich hier jetzt lässig nach oben mal kurz die eine Kanone sabotieren. Zack, kann ich sabotieren. Eben, das ist ja was, das kann ich definitiv nicht vor diesem einer Typ da machen. So. Ja, ich schaue mich hier jetzt nochmal kurz um. Gibt's bei der hier denn was? Du hast hier nichts zu suchen. Subzone 45 habe ich halt ewig nicht. Oder was habe ich denn da? 20, das ist ja nix. Ist alles zu fest verschlossen und sonst... Nach ihrem Tod soll er nach jedem Kampf einen Zinken aus ihrem Kamm gebrochen haben. Als nur noch einer übrig blieb, brach er zur Kristallfestung auf. Dort wollte er endlich seinen Rachefeldzug beenden und den Kamm begraben. Das sollte ich mir merken. Okay.
So vergrabene Schätze sind immer gute Schätze. Gibt's hier unten noch irgendwo was? Nee, alles viel, oder? Vielleicht? Das Schloss ist zu schwer für mich. Das ist doch sein Zimmer. Sebastians Zimmer, aber ich kann sein Schloss auch mit seinem Schlüssel nicht öffnen. Aber vielleicht sowas hier. Zu schwierig. Ach komm. Ich hab doch hier jetzt extra seinen Schlüssel. Aber wo war die ganze Schlüssel hier? Sebastianer Schlüssel. Naja, naja. Egal. So, jetzt haben wir alles gemacht, außer die Kanone sabotiert. Das könnte ein Problem sein. Naja, könnte. Dann schaue ich mir jetzt nochmal genau an. Ich bin mir ziemlich sicher, ups, Entschuldigung, dass ich die Kanone vor dem sein Auge hier nicht reparieren kann.